Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Sektion, zur zweiten Sitzung zur Theorie. Und den ersten Vortrag hält Thomas Ernst, Universität Amsterdam. Sein Hauptarbeitsschwerpunkt ist Gegenwartsliteratur, einschließlich digitaler Literatur. Ich bin sehr gespannt und freue mich. Ja, ich werde sprechen zum Thema Critical Digital Cultural Studies, digitale Kulturwissenschaft und die Kritik des Meme-Begriffs, wobei wahrscheinlich dieser letzte Teil aus Zeitgründen sehr kurz ausfallen wird. Das können wir vielleicht in der Diskussion vertiefen. Starten wir mal. Wenn denn nun gefragt wird, leben wir jetzt in einem aufgeklärten Zeitalter? Ich warte vielleicht noch ein Sekündchen. Die Aufklärung braucht Ruhe. Die Kaffeepause braucht auch ihre Zeit. Okay, dann ziehen wir ab. Wenn denn nun gefragt wird, leben wir jetzt in einem aufgeklärten Zeitalter? So ist die Antwort, nein, aber wohl in einem Zeitalter der Aufklärung. Dass die Menschen im Ganzen genommen schon imstande wären, sich ihres eigenen Verstandes ohne Leitung eines anderen sicher und gut zu bedienen. Daran fehlt noch sehr viel. Immanuel Kants berühmte Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung, konstatiert also im Jahre 1784, dass Aufklärung als Prozess zwar stattfinde, aber noch lange nicht umfassend gelungen sei. 234 Jahre später treffen wir uns hier in Köln unter dem Motto Kritik der digitalen Vernunft, um über den Stand der digitalen Aufklärung nachzudenken und insbesondere über die Frage, welche Rolle die digitalen Geisteswissenschaften und ihre Unterdisziplinen wie die digitale Kulturwissenschaft oder die digitale Literaturwissenschaft im Zeitalter der digitalen Aufklärung einnehmen sollten. Der Zeitpunkt erscheint günstig und angemessen. Die Digital Humanities sind im deutschsprachigen Raum mit dem DHD-Verband und seinen mehr als 300 Mitgliedern, den DHD-Jahrestagungen seit 2014, der zunehmenden Zahl an Professuren für digitale Geisteswissenschaften so weit institutionalisiert, dass sich die Community eine Konferenz leisten kann, die ihrer Selbstreflexion und der Kritik ihrer Voraussetzungen dient. Zu dieser Selbstreflexion möchte dieser Vortrag einen Beitrag leisten. Dabei bezieht er sich insbesondere auf den hier unter anderem in einem Fight Club ausgetragenen Streit, wie sich die Digital Humanities im deutschsprachigen Raum selbst bestimmen, wogegen sie sich abgrenzen, wie sie ihre gesellschaftlichen Aufgaben bestimmen. Meine Sprechposition ist dabei eine spezifische. Ich arbeite an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der Universität von Amsterdam, bin dort der Amsterdam School of Cultural Analysis zugeordnet, die insbesondere durch die kulturanalytischen Arbeiten von Mieke Ball begründet wurde. Ball wiederum stellt zwei wichtige Grundannahmen ins Zentrum ihrer Kulturanalysen. Erstens übernimmt sie den Impuls der Cultural Studies durch die, Zitat, Infragestellung methodologischer Dogmen, das Konservative und Elitäre der traditionellen Geisteswissenschaften bewusst zu machen. Zweitens konzipiert sie die Kulturanalyse vorrangig als eine kritische und historische Arbeit an zentralen Begriffen wie Geschichte, Identität, Medium, Genre oder Kultur. Auch hierbei ist ihr Impetus ein kritischer, denn, Zitat, Begriffe sind niemals bloß deskriptiv, sie sind programmatisch und normativ. Daher hat der Gebrauch von Begriffen bestimmte Wirkungen. Begriffe sind nicht stabil. Innerhalb der Geisteswissenschaftlichen Fakultät der UFA spielt die Digital Methods Initiative, die von Richard Rogers begründet wurde, eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und Anwendung digitaler Methoden zur Analyse sozialer Medien, wobei ihre Ansätze zur Analyse insbesondere auf Akteur-Netzwerktheorien aufbauen. Ich wiederum arbeite konkret im Bereich der Deutschlandstudien, die in den Niederlanden wiederum eine landeskundlich und spracherwerblich erweiterte Germanistik ist. Darin haben wir eine Pflichtveranstaltung unter dem Titel Digitales Deutschland, in dem die Studierenden sowohl die digitale Gegenwartskultur in Deutschland als auch Grundelemente der Digital Humanities kennenlernen. Das ist der institutionelle Hintergrund, vor dem dieser Ansatz der Critical Digital Cultural Studies zu betrachten wäre. Auf dem Weg
Zu diesem Entwurf werde ich zunächst geistes- und kulturwissenschaftliche Kritikbegriffe nachzeichnen und diese in ein Verhältnis zur digitalen Gegenwartskultur setzen, die eben nur in Teilen eine der digitalen Aufklärung ist, wie zu zeigen sein wird. Dieses Vorgehen wird zugleich helfen, die Digital Humanities als einen spezifischen Teil der digitalen Gegenwartskultur zu fokussieren, der sich zwar als paradigmatischer Ort der digitalen Vernunft versteht, jedoch zwangsläufig auch problematische Verbindungen eingeht, was in diesem Vortrag konturiert werden soll. Anders gesagt, wenn die digitalen Geisteswissenschaften oder zumindest ihre Teildisziplin digitale Kulturwissenschaft als eine Aufgabe die Kritik der digitalen Gegenwartskultur definiert, kann ihr dies auch bei der Selbstverortung und Selbstkritik helfen und ihren Beitrag zur digitalen Aufklärung stärken. Dies werde ich schließlich auch zu zeigen versuchen, indem ich in einer exemplarischen Analyse den Meme-Begriff problematisiere, um auf diesem Wege zugleich die kritischen Potenziale der Critical Digital Cultural Studies zu bestimmen. Die digitalen Geisteswissenschaften tragen in Forschung und Lehre in vielfältiger Weise zur digitalen Aufklärung bei. Mit dem Verband Digital Humanities im deutschsprachigen Raum hat die Community seit 2012 einen aktiven Vertreter, der seine Rolle in Foucaults Sinne als spezifischer Intellektueller wahrnimmt, sich also als öffentlicher Vertreter zu seinen Fachproblemen äußert, beispielsweise, das ist jetzt nur eines von vielen Beispielen, durch das Veröffentlichen eines Working Papers zum digitalen Publizieren. Nun hat allerdings die Digitalisierung der Kommunikation, der politischen Öffentlichkeit und der Arbeitswelt viele Probleme verursacht, die weiterhin ungelöst sind. Man denke nur an die monopolistische Marktmacht intransparenter Firmen der digitalen Information wie Google oder Facebook, an die neuen Formen der Überwachung, man denke an Snowden versus NSA, oder die Popularisierung digitaler politischer Öffentlichkeiten und ihre Effekte, Stichworte Trump, Brexit, AfD. Während zwar einerseits die digitalen Medien und Kommunikationsverhältnisse den Alltag der meisten europäischen Bürger und Bürgerinnen bestimmen, hat sich andererseits noch keine digitale Kultur etabliert, in der die Bürger auf breiter Ebene kritisch und bewusst mit der Macht von Algorithmen oder den Inhalten allgemeiner Geschäftsbedingungen umgehen. Zugespitzt gesagt, die digitale Gesellschaft ist ein Verein in Berlin, der sich seit 2010 darum bemüht, sich selbst überflüssig zu machen. Noch aber gibt es ihn. Und die DHD 2018 ist nur ein postdigitales Teilelement in dieser Entwicklung. In einer solchen Periode eines umfassenden gesellschaftlichen Medienwandels muss es eine Aufgabe der Kulturwissenschaft sein, den Stand der digitalen Kultur, und dazu gehören natürlich auch die digitalen Geisteswissenschaften, kritisch zu reflektieren. Bevor eine Kulturwissenschaft, die sich explizit als digitalkulturkritisch versteht, grundiert werden kann, ist ganz im Sinne Mieke Bahls Begriffsarbeit notwendig. Dazu werde ich jetzt im Folgenden drei verschiedene Begriffe der Kritik unterscheiden. Zunächst sollen hier die Begriffe der Aufklärung und der Kritik aufgerufen werden, wie sie von Denkern der Frankfurter Schule im Anschluss an Kant während bzw. nach dem Nationalsozialismus und schließlich vor allem in ihrer Aufarbeitung des Holocaust aktualisiert worden sind. Bereits 1937 stellt Max Horkheimer mit seiner Unterscheidung von traditioneller und kritischer Theorie, Zitat, die mathematische Naturwissenschaft, die als ewiger Logos erscheint, einerseits einer geisteswissenschaftlich begrifflich ausgerichteten kritischen Theorie der bestehenden Gesellschaft, andererseits gegenüber. Während er den Idealtypus einer traditionellen Theorie als, Zitat, ein rein mathematisches Zeichensystem bezeichnet, das nur das Bestehende scheinbar objektiv abzubilden versuche, plädiert er für eine kritische Theorie der Gesellschaft, die die Kritik der vorherrschenden Begriffe zu ihrer zentralen Aufgabe macht. In marxistischer Tradition konstatiert Horkheimer dialektisch, Zitat, das kritische Denken enthält einen Begriff des Menschen, der sich selbst widerstreitet, solange diese Identität nicht hergestellt ist. Nun fällt es zwar leicht, Horkheimers Plädoyer für eine kritische Theorie der Gesellschaft als eine politische Utopie zu diffamieren, die keine wissenschaftliche Substanz enthalte. Bis heute relevant wird die Arbeit von Horkheimer und Adorno allerdings durch ihr gemeinsames Hauptwerk Dialektik der Aufklärung, in dem sie 1944 über die politischen Konsequenzen des Nationalsozialismus als einem politischen Herrschaftssystem und des Holocausts als eines historischen Zivilisationsbruchs nachdenken. Mit den Gaskammern sei eine rational entwickelte Technik des Massenmords zum Erfüllungsgehilfen einer irrationalen Vernichtungsfantasie geworden.
Aufklärung sei dadurch in Barbarei umgeschlagen. Diese historische Erfahrung habe den Menschen, so Adorno, einen neuen kategorischen Imperativ aufgezwungen. Ihr Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz sich nicht wiederhole, nichts Ähnliches geschehe. Für den Gedanken der Aufklärung hat dies ebenfalls fundamentale Folgen. Fortan müsse das Denken, so die beiden Exzellenten, von der Selbstzerstörung der Aufklärung ausgehen. Zugleich sei allerdings, so erneut eine dialektische Denkfigur, die Freiheit in der Gesellschaft vom aufklärerischen Denken unabtrennbar. Anders gesagt, gerade im Wissen um die Tendenz der Aufklärung zur Selbstzerstörung muss an der Bewegung zur Aufklärung festgehalten werden, die eben in einer dauerhaften Selbstkritik ihre eigene Rettung betreiben muss. Adorno entwickelt aus dieser aporetischen Figur und der Erfahrung des Nationalsozialismus tiefe Vorbehalte gegen gesellschaftliche Vermassungs- und Kollektivierungsprozesse. Die Unterhaltungskultur verhöhnt er als eine letztlich faschistische Kulturindustrie. Im Gegensatz dazu feiert er das individuelle bürgerliche Subjekt, das sich durch seine Nicht-Identifikation mit dem Massenverhalten auszeichne, wo man war, soll ich werden. Im Gegensatz zur Frankfurter Schule ist das bürgerliche Subjekt für Michel Foucault kein positiver Bezugspunkt, sondern eine historisch konstruierte Kategorie, die gerade nicht Freiheit garantiert, sondern selbst schon immer von der Gewalt der Diskurse durchzogen ist. Foucaults Diskurstheorie interessiert sich vor allem für die Frage, welche Möglichkeitsbedingungen und Regelsysteme die Konstruktion diskursiver Wahrheiten, immer in einfachen Anführungszeichen, überhaupt erst ermöglicht haben. Während Adorno und Horkheimer klare Vorstellungen formulieren, wie die Geschichte westlicher Gesellschaften übergreifend zu beschreiben wäre, fragt die Diskursanalyse danach, wie vielfältig und historisch-kulturell widersprüchlich solche Vorstellungen geschichtlicher Entwicklungen und Geschichtsbegriffe selbst sind. Es mag daher wiederum überraschen, dass Michel Foucault in seiner Arbeit über einen diskursanalytisch fundierten Begriff der Kritik explizit an die Vernunftkritik der Frankfurter Schule anschließt. Foucault stellt den Begriff der Kritik jenem der Regierung, der Regierbarmachung der Gesellschaft entgegen. Kritik versteht er als die Kunst, nicht dermaßen regiert zu werden. Innerhalb dieses Verständnisses der Kritik stehen die Begriffe des Wissens und der Macht zentral. Wissen bezeichnet bei Foucault alle Erkenntnisverfahren und Wirkungen, die in einem bestimmten Moment und in einem bestimmten Gebiet akzeptabel sind. Und diese Akzeptanz wiederum wird durch die Diskurse reguliert, die sich stark unterscheiden können. Im Wissenschaftsdiskurs gelten andere Erkenntnisverfahren als im Alltagsdiskurs oder im Mediendiskurs. Und innerhalb des Wissenschaftsdiskurses unterscheiden wir wiederum verschiedene Disziplinen und wissenschaftliche Schulen. Und Boulevardmedien auf der einen Seite und der öffentlich-rechtliche Rundfunk auf der anderen Seite unterscheiden sich natürlich wiederum in ihren Produktionsverfahren von Erkenntnissen. Zentral steht bei Foucault immer der Begriff der Macht. Darunter versteht er jene Mechanismen, die in der Lage erscheinen, Verhalten oder Diskurse zu induzieren. Er plädiert für die kritische Analyse jener gesellschaftlichen Vernetzungen, die der Wissensproduktion und zugleich der Legitimation dieses Wissens dienen. Ein großer Begriff wie Aufklärung und ihre historische Ein- oder Erlösungsfantasie erscheint ihm daher sehr problematisch, da Aufklärung mit ihrem breiten gesellschaftlichen Anspruch immer auch in einem schlechten Sinne gewaltig ist, gewaltausübend ist. Im Gegensatz dazu stärkt Foucault den Begriff der Kritik, die bei ihm allerdings vor allem eine, Zitat, Haltungsfrage wird und sich durch die bewusste und transparente Einnahme einer spezifischen Diskursposition auszeichnet. Während Adorno, Horkheimer und Foucault ihre Begriffe der Kritik unter den medialen Bedingungen der Gutenberg-Galaxis entwickelt haben, konnten sich inzwischen Denkschulen etablieren, die die digitale Kultur direkt mit einer kritischen Perspektive konfrontieren. Dazu gehören schon in den 1990er Jahren die Arbeiten des Critical Art Ensemble oder zum Beispiel der Sammelband Netzkritik. Solche Ansätze finden ihre Fortsetzung in einer ganzen Reihe von Veröffentlichungen von Netzaktivisten, von Politikern, die sich nicht kritisch gegen das Ob, sondern gegen das Wie der gesellschaftlichen Digitalisierung richten. Exemplarisch seien nur drei Titel solcher Bücher genannt, allein jetzt aus den Jahren 2013 und 2014, Finger weg von unseren Daten, wie wir entmündigt und ausgenommen werden, das Kapital bin ich, Schluss mit der digitalen Leibeigenschaft, die Mitmachfalle, Bürgerbeteiligung als Herrschaftsinstrument.
Im Bereich der Medienkulturwissenschaft lassen sich Arbeiten beispielsweise von Gerd Lofink, Ramon Reichert und Mirko Tobias Schäfer in diese Traditionslinie einordnen. Sie entwickeln programmatisch Elemente einer kritischen Internetkultur, wie es bei Lofink heißt, und befassen sich beispielsweise kritisch mit den monopolistischen Verhältnissen in sozialen Medien oder der fehlenden Datensouveränität ihrer Nutzer. Im angloamerikanischen Raum haben Arthur und Marie-Louise Croker 2008 in ihrem Reader Critical Digital Studies vielfältige wissenschaftliche Ansätze zur Kritik der Digitalkultur versammelt. Schon 2006 führte Mark Marino den Begriff der Critical Code Studies ein, um den Fokus auf kritische Code-Lektüren zu legen. Und in der Nachfolge entwickelte sich unter diesem Begriffsdach medienmaterialistische Arbeiten, die danach fragen, inwiefern Software und digitale Medientechnologien spezifische Formen der Webkommunikation induzieren und gleichzeitig auch wieder mit Macht durchdringen. Vor all diesen Hintergründen ließen sich nun Critical Digital Cultural Studies als eine Teildisziplin der Kulturwissenschaften bestimmen, die den digitalen Wandel und die Gegenwartskultur kritisch begleiten und dabei in der Lage sind, Kultur auch in ihrer digitalen Erscheinungsweise als Code zu begreifen. Ganz ähnlich wie in unserem Amsterdamer Seminar Digitales Deutschland würde dann dazu gehören, dass man erstmal eine Bestandsaufnahme der digitalen Gegenwartskultur vollzieht. Dazu gehören digitale Infrastrukturen, eine Auseinandersetzung mit der politischen, medialen Öffentlichkeit, den sozialen Medien, dem Wandel der Arbeitswelt, aber natürlich auch das Wissen, die Methoden und die Standards der Digital Humanities. In einem zweiten Schritt, und das wäre dann entscheidend, würde jedoch auch eine Auseinandersetzung mit den Potenzialen und Versprechungen digitaler Medien und Verfahrensweisen einerseits und deren Differenz zu den kulturellen Entwicklungen andererseits gehören, wobei hier der Kritikbegriff eine entscheidende Rolle spielt. Eine solche kritische Form der Geisteswissenschaft, die auf digitales Wissen und digitale Methoden fokussiert und zugleich auf kulturtheoretisches Wissen zurückgreifen kann, könnte nicht nur eine kritische Funktion in der Gesellschaft einnehmen, sondern auch innerhalb der Kulturwissenschaft bestehende Konzepte, Theorien und Methoden gerade auch mit Hilfe digitaler Methoden problematisieren. Natürlich müssen in diesem Prozess die Digital Humanities selbst zum Objekt der Analyse werden, wie beispielsweise in der Arbeit von Friederike Schruhl, die sich aus einer praxeologischen Perspektive mit der Forschungspraxis in Literaturwissenschaft und Digital Humanities beschäftigt. Auch ein Projekt wie Future Publications in den Humanities, FUPUSH, hat in seinen zahlreichen Experteninterviews mit führenden Vertreterinnen und Vertretern der Digital Humanities gezeigt, wie widersprüchlich beispielsweise die Publikationspraxis innerhalb der Digital Humanities ist und inwiefern Ansprüche, selbstformulierte Ansprüche einerseits und die konkrete Praxis andererseits auseinanderdriften. Aus den eben präsentierten Kritikbegriffen leiten sich für die Selbstreflexion und Kritik der Digital Humanities jedoch noch andere Konsequenzen ab. Auf einer institutionellen Ebene ist nach dem Sinn von Public-Private Partnerships zu fragen, vor allem wenn Forschungsinstitute mit monopolistischen Playern der digitalen Gegenwartskultur kooperieren. Generell steht in Frage, wie wir uns als Community zu den Angeboten von Konzernen wie Google oder Plattformen und dem Geschäftsmodell von Facebook in unserer eigenen Lehr-, Forschungs- und Kommunikationspraxis verhalten. Auf der gesellschaftspolitischen Ebene bleibt die Frage drängend, wie sich der DHD-Verband und die individuellen Vertreterinnen der DH, also wir alle, zu aktuellen Fragen der digitalen Kultur verhalten. Zumeist werden hier Positionen, wie eben kurz erwähnt, des spezifischen Intellektuellen eingenommen, also in der Öffentlichkeit vor allem jene Fragen thematisiert, die direkt das eigene Arbeiten betreffen, zum Beispiel die rechtlichen Fragen des digitalen Publizierens. Sollten aber nicht auch allgemein gesellschaftliche Fragen stärker öffentlich debattiert werden, aktuell zum Beispiel die Schwächen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, der anhaltende Konflikt zwischen dem Recht auf Meinungsfreiheit andererseits und den Interessen und Geschäftsmodellen großer Konzerne andererseits. Und wie könnte ein Beitrag der Digital Humanities zu einer digitalen Aufklärung beschrieben werden, wenn wir Foucaults Kritik an einem gewaltigen Aufklärungsbegriff ernst nehmen? Auf einer Ebene der Forschungspraxis kann eine kritischere Perspektive auf Arbeits- und Subjektbegriffe zu verstehen helfen, inwiefern die kollaborativen Arbeitsformen der Digital Humanities, die ich selbst als eine besondere Leistung hervorheben würde, womöglich tatsächlich nur eine Mitmachfalle bzw. eine Form der digitalen Leibeigenschaft sind, wie die Netzkritik wiederum behauptet, oder warum sie in ihrer spezifischen Form genau das nicht sind. Auf einer theoretischen Ebene der Begriffe ist kritisch danach zu fragen,
welche Sinn- und Geschichtsmodelle durch die Digitalisierung in den Geisteswissenschaften etabliert oder hegemonial werden. Ansätze, die beispielsweise besonders euphorisch die digitale Aufklärung begrüßen oder Evolutionsmodelle der kulturellen Sinn- und Erkenntnisproduktion einführen, wäre womöglich, mit Adornos und Horkheimers geschichtsbewusster Skepsis zu begegnen, die Aufklärung gerade nicht als einen linearen oder teleologischen Prozess, sondern als einen der Brüche, Widersprüche und vor allem der konstanten Selbstreflexion, gerade auch der Technikkritik begreifen. In diesem Zusammenhang, und ich sollte, ich glaube, innerhalb der nächsten ein, zwei Minuten zum Schluss kommen, reduziere ich jetzt das Kapitel zum Meme-Begriff, was jetzt noch käme, und schließe einfach ab mit einem Zitat, das zeigt, wie man mit diesem Meme-Begriff, der zwar in den Digital Humanities aus meiner Perspektive nicht sehr stark in den Vordergrund rückt, aber wiederum sehr stark in den Kultur- und Medienwissenschaften genutzt wird, um das virale Erscheinen von Phänomenen in sozialen Medien zu beschreiben, der sich ableitet aus dem biologischen Diskurs, begründet wurde 1976 von Richard Dawkins, der versucht hat, dieses Modell einer biologischen Evolution zu übertragen auf Verfahren der soziokulturellen Evolution, dass also dieser Begriff, der eigentlich aus dem naturwissenschaftlichen Bereich in den kultur- und medienwissenschaftlichen Bereich übergegangen ist, gleichzeitig eine Setzung ist, die natürlich bestehende problematische Verhältnisse in sozialen Medien dadurch gleichsam legitimiert und quantitative Verfahren in sozialen Medien auch favorisiert. Und ich schließe einfach ab mit einem Zitat und einem anschließenden Satz. Evgeny Morozov, das habe ich bei der Vorbereitung des Vortrags schönerweise nochmal gefunden, schließt, das hat mich sehr überrascht, tatsächlich dann an Adorno und Horkheimer an und konstatiert, if Theodor Adorno and Max Horkheimer were writing their seminal book The Dialectic of Enlightenment today, they would surely need to revise its most famous chapter, replacing the culture industry with the meme industry. The main problem here is that the hidden initial manipulations of the PR industry are only made worse by the business incentives of platforms like YouTube and Facebook, which have their own reasons to promote memes. They create some shared culture and, more importantly, lead to more page views, more user interaction, and eventually more and better advertising. Memes, then, are what happens when one greedy industry meets another. So sehr vernichtend Morozov. Und ich schließe ab mit einer kleinen Rahmung. So leben wir also noch nicht in einer wirklich digitalen Gesellschaft, aber in einem Zeitalter der digitalen Aufklärung oder, wir können jetzt nach diesem Vortrag begrifflich genauer sein, in einem Zeitalter der kulturanalytischen und kritischen Auseinandersetzung mit der Digitalkultur. Ich danke Ihnen. Ja, besten Dank. Die Begriffe sind sehr weit und wir sind alle angesprochen, deswegen gibt es sicherlich viele Kommentare und Fragen. Danke für den schönen Vortrag. Ich habe eine Frage, die Bezug nimmt auf den ersten Vortrag, den wir heute gehört haben, weil da war dieses grundsätzliche erkenntnistheoretische Problem gegeben, dass Phänomene methodisch eingeordnet werden müssen, um überhaupt als Phänomene erkannt zu werden, präzise distinguierbar zu sein etc. Aber der Methodenbegriff fetischistisch überzogen werden kann und damit dann die Phänomene selbst wiederum verstellt. Ja, in dieser Spannung bewegen wir uns. Und das würde ich gerne eigentlich auch auf den Kritikbegriff übertragen und fragen, ob jetzt zum Beispiel so ein Kritikbegriff, wie man ihn in der kritischen Theorie findet oder vielleicht sogar noch bei Foucault findet, so viel Impetus mitbringt, dass er selber zwar einen geraden Blick auf Wirklichkeit gestattet, aber wiederum Phänomene verstellt. Also sprich zu pejorativ an die Sache herangeht durch Erfahrungen verständlicherweise oder so etwas. Und würde man dann also sagen müssen, dass solche Kritikbegriffe heute gar nicht mehr tragbar wären und zum Beispiel
was Sie in, als dritten Punkt, die Critical Cultural Studies, vorgestellt haben, dass dann solch ein Kritikbegriff nur noch so zum Beispiel formuliert und ausdifferenziert werden könnte. Ich würde darauf in einer vielleicht unbefriedigenden Weise antworten, aber ich glaube, was mein Impetus hier ganz klar ist, ist, dass der Kritikbegriff, je nachdem, wie man ihn fasst, deswegen habe ich diese verschiedenen Modelle und die verschiedenen Motivationen auch zu zeigen versucht, weil man müsste natürlich erstmal klären, über welchen redet man ja überhaupt erstmal, dass der Kritikbegriff Wissen mit sich bringt und natürlich Modelle mit sich bringt, wie Geschichte funktioniert, wie Gesellschaft funktioniert oder, wenn man jetzt Foucault nimmt, wie Macht funktioniert. Und ich glaube, meine Antwort auf diese Frage wäre, und das würde ich hier stark machen wollen, weil es so selten stark gemacht wird, ja, und das wäre meine Entgegnung, dass dieses Wissen der verschiedenen Kritikbegriffe unbedingt präsent sein sollte. Ja, und dass, wenn man zum Beispiel ein größeres Projekt anlegt, man natürlich auch im Hinterkopf haben sollte, okay, wie können wir jetzt zum Beispiel mit unserem Material, mit unseren Forschungsfragen uns einordnen, tatsächlich auch in einen Diskurs der Kritik, welcher Kritikbegriff und welches spezifische Wissen eines Kritikbegriffs wäre eigentlich geeignet. Und ich glaube, das ist nur mein Plädoyer. Wenn man jetzt mit Horkheimers Gesellschaftsmodell an jedes Projekt heranginge, dann würde man zu dieser Überformung kommen, die Sie natürlich berechtigterweise problematisieren. Ja, vielen Dank nochmal, das war wirklich auf den Punkt. Ich habe nur eine ganz kurze Anmerkung, und zwar zu Ihrem Begriff der institutionellen Ebene. Wir in Hamburg sind dabei, ein Viergestirn, ich meine, die Kölner haben nur ein Dreigestirn, wir haben ein Viergestirn, aufzubauen. Das heißt also, wir haben eine neue W3-Professur für Ethik in der Informatik in Zusammenarbeit mit der praktischen Philosophie, in Zusammenarbeit mit den Rechtswissenschaften und den Politikwissenschaften. Ich glaube, das sind Anfänge, die muss man einfach machen, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass die Komplexität der Themen nicht alleine nur von dem, was im Moment als die Elch bezeichnet wird, traktiert werden kann. Und insofern, es gibt nur eine Chance, Brücken bauen, und zwar stabile. Genau. Vielen Dank nochmal. Ja. Auch von mir vielen Dank. Es ist ja hier, und der Kollege hat es gerade schon gesagt, ein ganz großes gesellschaftliches Problem, das weit über die DH rausgeht, angesprochen. Da wir aber jetzt auf der DH-Tagung sind, wollte ich Sie nochmal fragen, die Kritiken, die Sie vorgestellt haben, alle, sind auch immer Kritiken einer bestimmten Form von Erkenntnismethode, ne, und Epistemologie. Und in einer gewissen Form auch immer die Erkenntnis, dass sozusagen Epistemologie und Normativität immer schon irgendwie verschmolzen sind, dass diese klare alte Trennung nicht mehr funktioniert. Sie hatten das in dem Zitat von Bali auch angezeigt. Gleichwohl unterscheiden sich diese Kritikformen, die Sie gezeigt haben, sehr in der Art und Weise, wie Sie das modellieren. Also bei Horkheimer, Adorno kann das bürgerliche Subjekt da irgendwie noch raus oder zumindest so weit raus, dass es überwintert und mit der ganzen Welt da draußen nichts mehr zu tun haben will. Bei Foucault geht das in der Form nicht mehr. Und nachdem ja hier sehr viele tatsächlich erkenntnistheoretische Fragen auf dem Programm stehen, würde ich Sie nochmal fragen, für welche Form dieser Erkenntniskritik, die da immer schon impliziert sind, in Bezug auf die DH Sie plädieren würden? Das Anliegen des Vortrages ist es, Sie zu behelligen, ja, mit diesem Wust an Möglichkeiten. Ja. In meiner konkreten Arbeit arbeite ich vor allen Dingen diskursanalytisch, und wenn ich mich beschäftige mit Phänomenen und zum Beispiel auch mit den Verfahrensweisen im DH-Kontext, dann kann man natürlich sehr leicht aus einer diskursanalytischen Perspektive sagen, welche Regularien gibt sich eigentlich diese Community, welche Ausgrenzungsformen nimmt sie eigentlich vor, wie werden, das ist auf dieser Konferenz natürlich auch hochgradig spannend, wie wird hier eigentlich nochmal definiert, wie die Form der Selbstkritik auch zu funktionieren hat, wie wird sie institutionalisiert, das spielt natürlich da auch eine Rolle. Also das ist jetzt eigentlich der Ansatz, den ich wähle, aber der bleibt natürlich völlig in der Luft hängen, wenn man zum Beispiel nicht auch Verfahrensweisen aus den am Schluss vorgestellten Ansätzen selbst schöner Begriff, der Critical Code Studies natürlich, nimmt in konkreten Projekten. Aber das ist auch immer die Frage, welche Gegenstände ich mir anschaue. Ja? Gehe ich damit um, also schaue ich zum Beispiel, wie ich bei einem Anbieter von Büchern, von digitalen Texten,
wie das ganze Ding programmiert ist und wie ich getraced werde und gehe ich da in den Code rein oder schaue ich zum Beispiel die Äußerungen auf Vorträgen und in Diskussionen auf einer DHD-Konferenz, ja, und analysiere ich die. Je nachdem gehe ich methodologisch natürlich anders vor und anders um und brauche ich ein anderes Handwerkszeug. Ja, eine Frage ohne Netz und doppelten Boden. Ist nicht die Praxis der Digital Humanities derartig stark entangled mit den Matadoren der Entfremdung, die bei den kritischen Studien so in den Vordergrund gestellt werden, dass die einzige reflexive Praxis darin nur bestehen könnte, die Aktivität der Digital Humanities vollkommen einzustellen? Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ja, also wir brauchen diese Praxis, aber die Frage ist, also ich sage vielleicht, da die Diskussionszeit gleich abgelaufen ist, bringe ich das noch rein, ich habe das aus Zeitgründen rausgenommen. Ich präferiere immer Open-Review-Verfahren, aber hier sind ja die Gutachten nicht offen. Und bei den Gutachten jetzt zu meinem Abstract war das ganz interessant, weil es gab sozusagen eine Stimme, die gesagt hat, ein solches Anliegen, ein solcher Vortrag, eine solche Form der Reflexion, die nicht direkt auch digitale Methoden nutzt, gehört eigentlich nicht hierhin. Und die anderen beiden Gutachten sagten sehr begeistert, genau das brauchen wir viel mehr. Und ich glaube, dass diese Begutachtung bildet eigentlich ganz gut auch den Prozess ab und geht auch eigentlich ganz gut auf Ihre Frage ein. Ich glaube, man braucht eben beides. Ja, diese ganz klare Arbeit an den Gegenständen mit immer zu verbessernden Methoden. Und auf der anderen Seite auch, wenn man so will, eine Nebenabteilung der Selbstreflexion, die schaut, wohin entwickelt sich eigentlich das Ganze, wie dockt man eigentlich an oder eben solche Professuren dann auch, die versuchen genau aus einer Metaebene zu reflektieren. Das wäre auch mein Plädoyer, weshalb ich auch froh war, dass das so 2:1 und nicht 1:2 ausgefallen ist. Ja, vielen Dank für den Beitrag noch einmal und unser nächster Sprecher, Thorsten Schassan von der Herzog-August-Bibliothek, ist ein Spezialist für digitale Editionen, die Reflexion digitaler Editionen und das Erstellen. Herzlich willkommen, schönen guten Morgen. In der Beschreibung der DHD-Konferenz 2018, Kritik der digitalen Vernunft, wird ja die These formuliert, dass die Digital Humanities häufig als digital transformierte Bearbeitung von Fragestellungen aus den verschiedenen beteiligten Fächern beschrieben werden und in weiten Teilen eine Daten-, Algorithmen- und werkzeugbetriebene Wissenschaft seien, die sich von ihren unmittelbaren Möglichkeiten und ihren Praktiken dominiert werden, welche den Prinzipien kritischer Wissenschaftlichkeit möglicherweise nicht genüge. Am Beispiel der Entwicklung der TI und den Materialien habe ich mir gedacht, könnte man vielleicht mal untersuchen, ob diese These sich verifizieren oder falsifizieren lässt, die Guidelines also selbst mal anzuschauen, konkrete Anwendungsfälle in den Blick zu nehmen, diese Text Encoding Initiative, die wir ja so als grundlegenden Standard unserer Arbeit betrachten, wenn wir mit Texten zu tun haben, die aber ja auch eine Dichotomie darstellt, in sowohl eben eine Initiative, also ein soziales Konstrukt, aber eben auch eine Anleitung, eine Richtlinie, ein System zur Verarbeitung von digitalen Daten zu sein, eben darstellt und dabei zu überlegen, welche Wechselwirkungen es denn mit den aufgeworfenen Termen, Begriffen, Theorie, Methode, Tool, Entwicklung gibt oder gegeben hat in der Vergangenheit. Dabei gilt es natürlich zunächst, den Gegenstand festzulegen, den ich betrachten möchte, um dann halt diese anderen Schritte, Theorie, Methode, Tools abzuschreiten und am Ende nochmal die grundsätzliche Frage auch zu stellen, ob denn nicht möglicherweise doch die DH eine Wissenschaft wie alle anderen sei.
der Beobachtungsgegenstand, den ich also hier zur Grundlage genommen habe für diese Untersuchung, sind die Materialien rund um die TI selbst, die wir finden können im Netz. Das sind die Guidelines der TI, die daraus resultierenden Schemata, Release Notes, die jetzt erläutern, aber auch die Kommunikation rund um die TI in Mailinglisten und in anderen Kontexten. Der Beobachtungsgegenstand der TI selbst wieder, wenn wir das als Ausgangspunkt nehmen, war natürlich von Anfang an Text. Was aber Text sei, das beantworteten die Guidelines ganz am Anfang schon so. By text we mean any kind of written or spoken language. Our primary focus is on the raw material of literary, linguistic and other textual scholarship of all kinds in any natural language, of any date, in any literary chain or text type without restriction on form or content. So schon in der TIP2 in dem Kapitel. Die Guidelines fahren dann fort, dass sie also möglich machen wollen, verschiedene Sichten auf den Text eben zu beschreiben. Views of text vary widely in different contexts. Text may be considered as sequences of hierarchic arrangements of physical objects, typographic objects, linguistic objects, literary objects, rhetorical objects, prepositional objects and historical or cultural objects. Gleichzeitig müssen wir aber konstatieren, wenn man in diese Guidelines reinguckt, dass diese frühen Versionen der TI und der TI Tactics gar nicht unmittelbar darauf ausgelegt gewesen sind, diese verschiedenen Sichten auf den Text auch gleichermaßen durch Markup ausdrücken zu können. Und ich denke, dass das für sozusagen auch die Entwicklung der TI bezeichnet ist, dass das natürlich ein schrittweises Annähern an diesen großen Gegenstand ist. Die Schritte der Entwicklung waren anfangs in so zwei Jahresabschnitten gegeben. Die erste Version, der erste Vorschlag, 1990, der zweite von mir dann zitierte 1993, auch dort sehen wir in der Herausgabe dieser Texte ein schrittweises Vorgehen, dass also immer kleine Portionen in den Blick genommen werden und nach dort bearbeitet werden. Ganz ähnlich bei der Version P3, die 1994 bereits in einer ersten Version, aber in der finalen Fassung erst 1999 dann herausgegeben worden ist. Die Version P4 dann wieder in einem kleineren Schritt 2002 und dann ja der große Wurf, der große Schritt mit einem komplett fast Medienwechsel, würde man sagen, also aus der alten SGML-Welt dann in die XML-Welt hinein mit der Version P5, die dann auch noch die Besonderheit hat, auf einmal wieder ganz kleinteilig zu sein, nämlich seit 2007 in halbjährlichen Schritten, in halbjährlichen Releases eben weitere schrittweise Verbesserungen hier anzubieten. Wenn wir aber auf das Material drauf gucken, das uns die TI an dieser Stelle anbietet, wenn wir also die Geschichte dieses Prozesses betrachten wollen, dann finden wir zwar Materialien, aber auch in unterschiedlicher Tiefe. Während er für die älteren Versionen, für die Versionen P1, 2 und 3 insbesondere, für 1 und 2 sogar nur, die Endprodukte sowohl als Text der Guidelines und dann auch nochmal in Form eines technischen Konstruktes, nämlich in Form der Document Type Definitions betrachten können, kann man die Entwicklung dieses de facto Standards seit den Fassungen der P4 und dann insbesondere aber ab der P5 in listenförmiger Dokumentation der vorgenommenen Änderungen immer kleinteiliger, immer näher dran am Objekt nachvollziehen. Wenn man jetzt wieder zurücktritt und einen Blick in die Gruft der TI, denn so bezeichnen sie ja ihr Archiv auch, das ist das Vault, betrachtet, dann sehen wir dort, dass das System des technischen Angebotes und auch der Dokumentation ja noch ganz, ganz grob ist. Wir haben dort 12 Dateien, die sozusagen dieses Feld
aufgliedern, wo dann diese Bereiche, die wir im Text natürlich auch finden, dokumentiert werden. Das ist der Header, das sind Writing System Declarations, die Basic Structure for Conventional Prose, Basic Structure for Dramatic Texts. Wir haben Element Declarations for Front Matters, wir haben Back Matters for Most Document Types und Declarations for Linguistic Analysis, Declarations for Typographic Rendition, Declarations for Critical Apparatus und for Phrase Level Elements. Am Anfang versuchte die TI sich diesem komplexen System Text mit insgesamt 213 Elementen zu definieren, die insgesamt aber auch nur 134 spezielle Attribute im Angebot hatten, speziell meine ich in diesem Zusammenhang solche, die nicht global sind, dass wir sie also überall anwenden, sondern wo offensichtlich ein textuelles oder ein strukturelles Phänomen so eigene Eigenschaften hat, dass die durch eigene Attribute eben auch adressiert werden sollen. Die Version P2 oder in der Version P2 nimmt dann das TI-Ökosystem bereits die Form an, mit der wir heute auch sehr stark vertraut sind. Es geht dann also darum, Elementklassen für Content-Modelle zu bilden, gemeinsame Attribute zu Attributklassen zusammenzufassen und eben auch globale Attribute hier zu definieren. Gleichzeitig wuchs die Anzahl der DTDs, in der diese Modularisierung stattgefunden hat, auf 22 an. Dazu kommen noch Entitätendateien, die halt diese Ausdifferenzierung, diese Modularisierung sehr schön eigentlich anzeigen, wie sich das ausgliedert. An der Version P3 können wir erstmals beobachten, wie die Unvollständigkeit der Quellenlage uns dort auch immer wieder zum Inhalt zwingt. Waren für die Version P1 und P2 eben noch die Guidelines und die technische Implementation in Form der DTDs verfügbar, ist das für die P3 schon nicht mehr der Fall. Die Guidelines liegen dort alleine im Vault, im Keller bereit. Zudem auch noch in einem ungewöhnlichen Format, weil die P1 und P2 Dateien waren alles schöne Textdateien, die wir entsprechend dann natürlich gut verarbeiten konnten. In der Version P3 finden wir auf einmal alte Doc-Versionen vor, die sich dann natürlich auch den Zugriffen einer Inhaltsextraktion, der Auszählung von Elementen oder wie auch immer, wenn wir uns halt diesem Phänomen der TI nähern wollen, dann auch ein bisschen entziehen und offensichtlich sehr zeitgebunden sind an dieser Stelle, sodass also automatische Verfahren erstmal eine Vorverarbeitung wieder brauchen, weil uns eben kein anderes Material dann an der Stelle zur Verfügung steht. Und explizit bietet eben dieser Bereich der Dokumentation der Geschichte der P3 auch keine DTDs mehr an. Diese Informationen muss man entweder einerseits den Guidelines entnehmen und die Guidelines selbst konstatieren hier allerdings: Full copies of the TI-DTD fragments are not repeated in this document, although they might be reconstituted by a careful reader of each chapter. The DTD fragments are widely available over the internet and elsewhere. At the time of publication, the following anonymous file servers are expected to carry copies of a full set. Dann gibt es eine Liste von Adressen. Ich habe das überprüft. Natürlich ist keine der Adressen mehr verfügbar. Also die DTDs sind irgendwo, man müsste sie halt jetzt tatsächlich mehr oder weniger händisch aus den Guidelines da heraus extrahieren, was dann natürlich wieder die ganze Problematik der, ist es in der gleichen Art und Weise dokumentiert, wie das vorher in den eigenen DTDs-Files der Fall gewesen ist, oder geht da sozusagen das Ganze im Text dann auch unter. Die P3 bietet aber auf der anderen Seite natürlich ein deutlich weiter ausdifferenziertes Bild auf dieses Konzept von Text. Man sieht, diese Kurve steigt am Anfang ja sehr steil an. Ich habe hier einfach nur Elemente ausgezählt, wie sie in den Versionen vorkommen, und dieses Bedürfnis, diesem allumfassenden Anspruch, den man in der P1 schon definiert hatte, jetzt dann doch auch durch Elemente und Angebote eben nahe zu kommen, kommt man also in diesen Versionen dann schon näher.
In den Versionen P4 und dann natürlich vor allen Dingen P5 erleben wir die weitere Systematisierung in der Umsetzung beispielsweise einer konsequent durchgeführten Benennung der Tags, wo sich das Konzept, was heute noch in der TI gültig ist, dieses sogenannte Camel Case Prinzip, das wir also mit kleinen Großschreibungen dort hantieren, durchgesetzt hat. Das heißt, auch dort erleben wir diesen Prozess der Systematisierung, der Durchdringung, das System möglichst auch konsistent machen zu können. Ab der Version P5 ist für uns als sozusagen Historiker, auch in den Digital Humanities, dann fast alles gut. Die technische Entwicklung ist nun so weit gediehen, dass wir neben den DTDs die Guidelines auch in weiteren Schemasprachen angeboten bekommen. Die TI selbst setzt ja hier konsequent auf RelaxNG, eine solche Schemasprache, und die Tatsache, dass RelaxNG natürlich auch in XML selbst wieder ausgedrückt werden kann als eine von mehreren Varianten, ist natürlich für die Untersuchung dieses Gegenstandes von besonderem Vorteil. Genau. Ich habe mich also dann in diesem Blick mit der Frage, was bietet die TI uns an, um also historisch drauf zu schauen und eventuell Erkenntnisse über die Arbeitsweisen und die Herangehensweisen in den Digital Humanities auch zu bekommen, halt auf die DTD dann im Speziellen gestützt, um zu sehen, wie diese Dinge sich verhalten. Ich habe das mit extrem simplen Methoden im Prinzip gemacht, dass ich also erstmal natürlich ausgezählt habe, wie viele Elemente, wie viele Attribute haben wir so im Durchschnitt, und dann aber auch die Varianten, die Versionen gegeneinander abgeglichen habe, um einfach auch zu sehen, wie groß sind dann eigentlich die Unterschiede zwischen diesen Varianten, wobei wir dann an dieser Stelle natürlich auch an alle möglichen Schwierigkeiten oder auf alle möglichen Schwierigkeiten stoßen, dass Elemente beispielsweise doppelt vorkommen können, weil wir irgendwie ein Modul haben, wo Element for Flat Style Terminological Data neben einem Element for Nested Style Terminological Data irgendwie aufgeführt sind und offensichtlich der Benutzer sich dann ja auswählen muss, welche von diesen beiden er benutzen möchte, das aber dann natürlich eine Auswertung dieser Systeme hier dann erschwert. Der Befund ist auch da wieder natürlich die zunehmende Modularisierung und der Elemente einerseits, die Generalisierung der Attribute, die je nach Kontext eingebunden werden können, andererseits. Weitere Sichten auf den Text, der eigentliche Gegenstand der TI war, wie sie auch ganz am Anfang schon in der TI selbst adressiert wurden, können also mit mehr und mehr Elementen natürlich besser adressiert werden. Das wird dann nach und mehr immer besser möglich. Die Dokumentation, das hatte ich ja schon irgendwie in diesem historischen Überblick gezeigt, die wird halt irgendwie immer engmaschiger, weil wir ja dann auch zu dem halbjährlichen Zyklus kommen, der also da eine Versionierung dann ermöglicht. Und die Tücke steckt aber dann bei dieser Betrachtung, also auch mit einfachen Mitteln, natürlich doch wieder im Detail. Ich habe ja wie erwähnt, dass ich das mit relativ simplen Methoden probiert habe, einfach mal mit einem Diff diese verschiedenen DTD-Versionen gegeneinander laufen zu lassen und zu betrachten, wo dann die Unterschiede sind. Der Abtrag auf der X-Achse ist also immer der Vergleich der Versionsnummer gegen den Vorgänger, gegen die Vorgänger-Versionsnummer. Und hier könnte man ja sagen, okay, da haben wir eine ganz große Bandbreite, eine Schwankung in der Veränderung, die natürlich aus mehr oder weniger Aktivität sich hier ergeben kann. Das spielt sich auch wieder, wenn wir unterschiedliche Dinge angucken. Wenn wir die Elemente hier anschauen, dann sehen wir durchaus auch Phasen, wo überhaupt keine Veränderung stattfindet. Da hat offensichtlich das Entwickeln der TI entweder eine Ruhepause eingelegt oder man hat sich mit anderen Phänomenen beschäftigt. Ganz ähnlich bei der Betrachtung der Differenzen der Attribute, und wenn man diese Werte alle nebeneinander legt, dann könnte man ja fast meinen, die grüne Kurve hat hier beispielsweise zwei, drei extrem hohe Ausschläge, wo einfach der Text der Beschreibung in der DTD sich stark ändert.
Faktisch ist es aber so, dass wir einfach mit einem menschlichen Problem es hier zu tun haben, weil beispielsweise in diesen Varianten in der einen DTD der Namespace als Namespace-Prefix vorne vor den Elementnamen gesetzt worden ist, in der anderen DTD aber der ganze Pfad, also die ganze URL für den Namespace eingetragen worden ist, sodass wir darauf natürlich dann auf einmal ziemlich große Unterschiede in der Textmenge hier vor uns haben, die für solche Ausschläge zuständig ist, sodass es gar nicht, das war nicht meine erste Idee zu sagen, wenn es so ist, dass wir relativ wenig Bewegung in der bei den Attributen und bei den Elementen haben, dass es dann doch sein könnte, dass viel mehr Wert auf die Formulierung, auf das Ausdifferenzieren, auf das vielleicht spezifischer Fassen und sowas gelegt worden ist und deswegen die Textmenge sich ändert. Es ist aber viel simpler, dass einfach solche Änderungen im Verfahren für solche Phänomene dann auf einmal hier zuständig sind. Die Release Notes habe ich mir auch angeschaut, weil die sozusagen über diese technische Dokumentation in den DTDs oder den RelaxNG-Dateien natürlich eine gute Vergleichsgröße bieten könnten, weil die Release Notes die sprachliche Zusammenfassung dieser technischen Umsetzung sind und damit ja vielleicht für einen solchen Vergleich herhalten können, um eben diesen intellektuellen Prozess, der in der Weiterentwicklung der TI sich verbirgt, dann eben auch zu betrachten. Dabei zeigt sich erneut, dass wir es mit unvollständiger Quellenlage zu tun haben, weil nämlich auf einmal bei den Release Notes die ganzen Versionen unterhalb der 1.0.0 auch mit auftauchen. Das heißt, es hat offensichtlich vier Versionen gegeben, die in Entwicklung waren, wofür wir aber wiederum keine anderen Dokumente, also keine Schemadateien und Ähnliches haben. Was ja auch interessant ist, weil wir dann auf diese reine sprachliche Form auf einmal zurückgeworfen sind. Ich fand an dieser Stelle relativ interessant, dass ja beispielsweise das Release 1.8 und 1.9.1 hier Nullwerte an der Stelle haben, also es gibt überhaupt keine Veränderung. Das ist auch wiederum ein technisches Problem, weil mein Vergleichsalgorithmus oder mein Auszählungsalgorithmus war natürlich davon ausgegangen, dass wir diese Information in Listenform angeboten bekommen. Das war über die ganzen anderen Versionen so, aber genau in Version 1.8 haben wir eine Tabelle auf einmal vor uns, die sich dann natürlich sozusagen diesem automatisierten Zugriff sehr schön entzieht und wir deswegen erstmal im ersten Herangang eine Null-Version hier bekommen. Also weiterhin bietet natürlich auch die sprachliche Formulierung, wenn wir die inhaltlich ausdifferenzieren wollten und nicht nur auf dem rein Auszählen und dem Vergleichen bleiben stehen wollten, natürlich alle Probleme der natürlichen Sprache, dass wir dort natürlich dann quasi mit Wortartenbestimmung sehen müssten, über was wird hier eigentlich gesprochen. Wir haben unklare Objektbeziehungen, weil in einem Satz vielleicht zwei Elementnamen vorkommen und man nicht weiß, hat hier vielleicht eine Wandlung von einem Element zu einem anderen stattgefunden oder auch nicht. Genau, ja, die Zeit rennt mir davon, dann werde ich das ein bisschen abkürzen. Genau. Ein wichtiger Punkt eigentlich, um dieses Ökosystem TI zu verstehen, wäre ja die Betrachtung der Mailingliste, weil das ein sozusagen demokratischer Ort ist, in dem die Diskussion darüber geführt wird, wie dieses Ökosystem sich weiter ausbilden soll, um also auch den Gefahren entgegenzuwirken, auf die Michael Spurr-McQueen schon hingewiesen hatte, dass natürlich mit einem System des Markups eine bestimmte Weltsicht auf die Texte verbunden wird und eine bestimmte Vorinterpretation auch stattfindet. Dort ist es dann natürlich so, dass über diese große Diskussion auf den Mailinglisten und so weiter Entscheidungen auch vorbereitet werden. Man kann das ja durchaus als einen sehr demokratischen Akt eigentlich betrachten, also eine sehr demokratische Herangehensweise, zumal Diskussionen auch an anderer Stelle auf der GitHub-Entwicklungsplattform beispielsweise stattfinden. Und wir haben zusätzlich mit dem TI Council auch noch eine Art soziale Kontrollfunktion, eine Instanz,
die also hier diese die Standardierungssicht und eine Qualitätssicherung hier betreibt, die man, ich denke, nicht unbedingt als Gatekeeper irgendwie hier betrachten muss, sondern die durchaus da zur Sicherheit beitragen. Die Community hat aber offensichtlich ja doch oder ist doch in der Lage, in dieser stetigen Weiterentwicklung der weiteren Ausdifferenzierung eben die neuen Herausforderungen irgendwie zu adressieren, Paradigmenwechsel mit zu vollziehen, also neue Herausforderungen irgendwie zu integrieren, weil wir mit der Digitalisierung natürlich auf einmal sehr viele Bilder hineinbekommen. Also wird eine zweite Sicht auf Text, nämlich in Bildform, in Form eines Faksimile-Elementes mit eingebracht. Oder wir erleben das Heraufkommen des genetischen Edierens und die TI reagiert darauf mit Entwicklung eines Tagsets. Oder wir haben einen Fokus auf Briefliteratur und die TI reagiert mit der Entwicklung von eben einer Metadatenschicht, die dort hineingezogen wird. Die Abschaffung von Elementen, die ja vielleicht der Falsifikation nach Popper gleichkommen könnte, die findet aber so gut wie nicht statt, weil man natürlich bemüht ist, immer nach und nach das hinzuziehen. Ja, ich bemühe mich, zu meinem Fazit zu kommen, auch wenn ich jetzt natürlich die Bereiche Theoriebildung und Methoden ein bisschen ausgelassen habe, aber an dieser Stelle eines ja doch auch wichtig sein oder klar geworden sein sollte, welche methodischen Probleme uns auch ein relativ gut dokumentiertes, relativ übersichtliches System wie die TI uns hier eigentlich anbieten, sodass ich mit meinem Fazit hier jetzt beginnen würde: die in einer Wissenschaft zur Verfügung stehenden Quellen und die Verarbeitungsmechanismen haben ja irgendwie immer schon sich gegenseitig beeinflusst und eben zur Theorie- und Methodenbildung geführt. Das erleben wir bei der Ausgliederung der Wirtschafts- und Sozialgeschichte oder einer Medizininformatik oder der Computerlinguistik aus den Sprachwissenschaften. An den Beispielen der Untersuchung sollte eben gezeigt werden, dass sich das hier nicht anders ausnimmt in der Digital Humanities, wo eben neue Quellen in den Fokus der wissenschaftlichen Auseinandersetzung geraten. Da werden neue Verfahren entwickelt, da braucht es eine eigene Quellenkritik und eben auch neue Methoden. Es könnte dann mit dieser Betrachtung hier möglicherweise nicht ausgeräumt werden, dass es sich bei den DH um Daten, Algorithmen und werkzeuggetriebene Wissenschaft handelt, wie das ja in dem Aufruf formuliert worden war. Möglicherweise auch nicht, dass es sich von ihren unmittelbaren Möglichkeiten und ihren Praktiken dominiert ist. Aber mit der hier vorgeführten Quellen- oder Methodenkritik sollte doch der implizite Vorwurf, den Prinzipien kritischer Wissenschaftlichkeit nicht zu genügen, die sollten doch entkräftet worden sein. Danke. Ja, wir haben noch Zeit für ein, zwei schnelle Fragen. Ja, danke. Also wenn wir uns überlegen würden, könnten wir an der Entwicklung vom HTML-Standard den Aufstieg von Google und Facebook erkennen? Und jetzt quasi im Gegenzug sagt uns die TI irgendwas über die Praxis der Edition, wie sich die verändert hat. Also wenn wir jetzt den HTML-Standard betrachten würden, würden uns vermutlich ganz wenig sagen, dass da plötzlich Google und Facebook zu Weltkonzernen wurden. Jetzt im Gegenzug sagt uns die TI irgendwas, was sich in der Edition, in der Praxis verändert hat. Also hat der Standard irgendwas mit der konkreten Praxis zu tun? Und wo sind da die Verknüpfungen? Ein Clou bei dieser bei meinem Vortrag, den habe ich sozusagen jetzt nicht nochmal explizit ausformuliert, ist natürlich eigentlich auch gewesen, dass ich sozusagen diese Frage nicht sui generis beantworten wollte, sondern ich
die TI selbst in den Blick nehmen wollte, die TI sozusagen nicht als Subjekt, als Handelndes, als eben die Welt erklärendes durch die Textauszeichnung betrachten wollte, sondern die TI zum Objekt der Betrachtung machen wollte, um zu sehen, wie laufen diese Prozesse dort ab und was für Verfahren haben wir da eigentlich an der Stelle. Deswegen tue ich mich ein bisschen schwer mit der Antwort darauf, weil die TI natürlich weiterhin, also sagen, auch in der speziellen Anwendung der TI die Weltsichten mit birgt. Nicht? Also das heißt, die Art und Weise, wie ich etwas kodiere oder welches Phänomen ich in den Vordergrund stelle, wird ja immer die Interpretation auch befördern. Das heißt, dann nimmt die TI uns in dem Sinne gar nicht die Theoriebildung ab, sondern sie macht uns Angebote, wie wir damit umgehen können. Und von daher würde ich diese Frage nicht so beantworten wollen eigentlich, weil ich genau diesen Fokus sagen, wie arbeitet die TI oder wie lenkt sie die Interpretation der Welt oder der Texte, die damit kodiert werden können, eigentlich gar nicht machen möchte, sondern sich ein bisschen da herauszieht und einfach sagt, man kann das auf diese oder jene Art und Weise machen und ja. Ja, dann nochmal vielen Dank dem Referenten. Jetzt zum letzten Vortrag dieser Sitzung, Frau Jasmin Pfeiffer aus Erlangen. Sie hat Komparatistik studiert und hat einen literaturwissenschaftlichen Hintergrund. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier vortragen darf. Mein Vortrag trägt den Titel Realität programmieren zum Einfluss von Algorithmen auf die Wirklichkeit. Der Aufhänger für meinen Vortrag war ein Blogartikel, der im Mai 2017 auf dem Blog von Marketing Madam von Lisa Ring erschienen ist, unter dem Titel, bitte? Lauter, okay. Ans Mikrofon vielleicht. Besser? So? Super, okay. Danke. Unter dem Titel Dummer Algorithmus als Frau bei Xing gefunden werden. Der Blogartikel macht darauf aufmerksam, dass der Suchalgorithmus von Xing Frauen bei der Suche benachteiligt. Ich zitiere den Artikel. Sucht man bei Xing beispielsweise nach Fotograf, Berater oder Grafiker, dann zeigt der Algorithmus der Xing-Suche nur männliche Profile in der Ergebnisliste an. Auftraggeberinnen, die auf der Suche nach freiberuflicher Unterstützung für ein anspruchsvolles Projekt sind, müssen explizit nach der Fotografin respektive Beraterin oder Grafikerin suchen, um kompetente weibliche Profis zu finden. Da wir im Deutschen ein generisches Maskulinum haben, geht man als Suchender vermutlich davon aus, dass wenn man eben dieses generische Maskulinum in die Suche eingibt, einem auch die weiblichen Vertreter einer Berufssparte angezeigt werden. Daher ist es also nicht nur schwieriger, Frauen auf Xing überhaupt zu finden, sondern es entsteht gleichzeitig auch der unterschwellige Eindruck, dass es mehr männliche Spezialisten in einem Bereich gibt als weibliche. Dieses Beispiel von Xing zeigt recht deutlich, wie sehr sich Algorithmen auf die Realität auswirken können und diese beeinflussen und verändern können. Wenn man hier ein paar Recherchen macht, dann stellt man auch schnell fest, dass es zahlreiche weitere Beispiele dafür gibt, wie eben Algorithmen eine wirklichkeitskonstituierende Funktion innehaben können. In der jüngeren Vergangenheit wurde das ja auch immer mal wieder prominent in den Medien diskutiert, beispielsweise im Hinblick auf die Filterblasen bei Facebook. Daher ist es jetzt sozusagen meine Idee, zu versuchen, irgendwie einen Ansatz zu entwickeln, wie man Algorithmen so beschreiben könnte, dass die Aufmerksamkeit auf diese wirklichkeitskonstituierende und wirklichkeitsverändernde Dimension von Algorithmen gelenkt wird. Und heute in meinem Vortrag möchte ich sozusagen ein paar Aspekte und ein paar Grundzüge einer solchen Beschreibungsmöglichkeit vorstellen. Vorweg vielleicht noch ein paar Worte zum Kontext. Ich habe bei meinen Recherchen festgestellt, dass es immer noch sehr verbreitet ist, dass eben Algorithmen und auch ihre Implementierungen in Software als neutrale mathematische Gebilde beschrieben werden. Das zeigt sich zum Beispiel darin, dass es auch immer wieder von Tech-Größen wie beispielsweise Mark Zuckerberg sozusagen behauptet wird. Es zeigt sich darin, dass Unternehmen ihre Computerprogramme immer wieder als Möglichkeiten zur Objektivierung von Prozessen bewerben. Es zeigt sich in der Annäherung der Informatik an die Disziplinen der Mathematik und der Naturwissenschaften, die im Begriff der MINT-Fächer recht evident wird.
Und es zeigt sich auch in der Klassifikation von Programmiersprachen als formale Sprachen, die eben im Vergleich zu natürlichen Sprachen als besonders präzise und eindeutig gelten. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es alles vollkommen falsch ist, aber ich möchte eben sozusagen in meinem Ansatz eher aufbauen auf der Idee, dass Algorithmen und Software wirkungsmächtige Agenten im sozialen Raum geworden sind. Das wurde auch schon von mehreren Theoretikern so konstatiert. Exemplarisch habe ich ein Zitat von Lemire. In any case, we have to accept software as an active agent that helps shape our views and our consumption rather than a mere passive tool. Mein konkreter Vorschlag wäre jetzt eben zu schauen, inwiefern man Algorithmen als Sprechakte und als Sprachhandlungen beschreiben kann, da man dadurch eben, so meine These, die Aufmerksamkeit darauf lenken kann, dass Algorithmen über Handlungsmacht im gesellschaftlichen Gefüge verfügen. Ich möchte es heute anhand eines Beispiels erläutern, da ich mir nicht anmaßen möchte, jetzt hier eine Aussage über alle existenten Algorithmen dieser Welt zu treffen. Und zwar möchte ich auf Algorithmen zur Erstellung von Entscheidungsbäumen eingehen. Ursprünglich hatte ich vor, hier wirklich ein Close Reading von Code, also von einer konkreten Implementierung eines solchen Algorithmus zu machen. Allerdings habe ich festgestellt, dass es sozusagen in der Kürze der Zeit wirklich nur schwer möglich ist. Daher werden wir jetzt sozusagen eine Zoom-Stufe darüber bleiben und werden uns diese Algorithmen auf einer etwas abstrakteren Ebene anschauen und uns auf Input und Output konzentrieren. Bevor ich jetzt beginne und was über Entscheidungsbäume erzähle, sage ich ganz kurz dazu was Bäume im Allgemeinen sind. Ich werde es jetzt nicht mathematisch korrekt definieren, aber eben versuchen sozusagen eine Idee zu vermitteln, was Bäume sind. Bäume sind eine Datenstruktur in der Informatik, die ist angelehnt an den gleichnamigen Typ Graph aus der Graphentheorie und Bäume zeichnen sich dadurch aus, dass es zusammenhängende kreisfreie Graphen sind und die setzen sich eben zusammen aus Wurzeln, Kanten und Knoten. Die Wurzel ist sozusagen der Ursprung des Baums, das sieht man hier, ist der Knoten ganz oben. Die Knoten wären diese verschiedenen blauen Punkte und die Kanten sind die Verbindungen zwischen diesen verschiedenen Knotenpunkten. Und Bäume müssen eben kreisfrei sein, also das hier wäre kein Baum, da ich damit rot eingezeichnet einen Baum habe. Und sie müssen zusammenhängend sein, das heißt, das wäre auch kein Baum, da ich hier eben zwei voneinander separate Graphen habe. Was sind jetzt Entscheidungsbäume? Die sehen vom Aufbau her prinzipiell genauso aus wie normale Bäume. Und da ist es so, dass in die Knoten bestimmte Attribute eingetragen werden können und an die Kanten die Werte, die diese Attribute annehmen können. Das habe ich hier versucht, am Beispiel vom Wetter kurz zu erklären. Also da hätten wir eben das Attribut Wetter, das steht im Knoten. Und dieses Attribut Wetter kann sozusagen verschiedene Werte annehmen. Also es kann Schnee geben, es kann Sonne geben, es kann Regen oder Nebel geben. Und diese Werte stehen eben an den Kanten. Wozu sind jetzt Entscheidungsbäume da? Entscheidungsbäume sind im Kontext des Machine Learning dazu da, Antworten auf gegebene Entscheidungsprobleme aus diesen Bäumen abzulesen. Also angenommen, mein Entscheidungsproblem wäre die Frage, gehe ich heute Fahrrad fahren? Dann könnte ich aus meinem Entscheidungsbaum eine Antwort auf diese Frage ablesen. Hier habe ich mal so einen Entscheidungsbaum aufgezeichnet. In die Knoten des Baums schreibe ich dann die Attribute, von denen ich eben annehme, dass sie einen Einfluss auf das Ergebnis dieses Entscheidungsproblems haben. Also hier würde ich eben jetzt mal vermuten, dass ob ich Fahrrad fahren gehe oder nicht, davon abhängt, wie das Wetter ist und falls es neblig ist, es außerdem davon abhängt, wie die Temperatur ist. Und in den Blättern, das sind diese Knoten ganz unten in grün und rot, das sind quasi Knoten, von denen aus es nicht mehr weitergeht zu anderen Knoten. In den Blättern stehen dann die möglichen Antworten auf mein Entscheidungsproblem. In dem Fall hätte ich jetzt sozusagen nur zwei Antwortmöglichkeiten, nämlich ja, ich gehe Fahrrad fahren oder nein, ich gehe nicht Fahrrad fahren. Wenn ich jetzt aus diesem Baum die Antwort auf mein Entscheidungsproblem, gehe ich heute Fahrrad fahren, ablesen möchte, dann würde ich in dem Wurzelknoten ganz oben beginnen, das wäre in dem Fall der Knoten Wetter. Und dann würde ich eben rausschauen, welches Wetter ist und wenn es schneit, dann würde ich dieser äußeren Kante folgen, an der Schnee steht und käme zu der Konklusion, nein, ich gehe heute nicht Fahrrad fahren. Oder wenn es nebelig wäre, dann würde ich eben der anderen äußeren Kante folgen, würde feststellen, es hängt auch noch von der Temperatur ab, ob ich Fahrrad fahren gehe oder nicht. Und falls es dann warm wäre, käme ich zu der Konklusion, ja, ich gehe heute Fahrrad fahren. Und nur kurz der Vollständigkeit halber, also es gibt auch Entscheidungsbäume, bei denen ich sozusagen mehr Antwortmöglichkeiten habe als nur Ja und Nein, aber ich werde mich heute auf die mit Ja und Nein beschränken.
Was hat das Ganze jetzt mit Machine Learning zu tun? Also es gibt Algorithmen, deren Ziel eben die Erstellung eines solchen Entscheidungsbaums ist. Ich habe dann eine Datenmenge vorliegen, das ist das sogenannte Datenset, das füttere ich dem Algorithmus als Input und der Algorithmus erstellt dann anhand dieser Datenmenge einen Entscheidungsbaum und das ist dann der Output, den ich von dem Algorithmus bekomme. Das erkläre ich auch nochmal kurz am Beispiel. Also angenommen, wir haben einen Golfclub-Manager und der möchte wissen, wann viele Mitglieder zum Golfen kommen und wann nicht, um entscheiden zu können, wann er eben viele Servicekräfte bestellen muss oder wann eben auch nicht. Das heißt, wir haben sozusagen die Wirklichkeit vorliegen mit bestimmten Entitäten, die in dieser Wirklichkeit agieren und interagieren. Und das Ziel ist sozusagen, bestimmte Zusammenhänge und Korrelationen innerhalb dieser Wirklichkeit aufzudecken, um dann eben Vorhersagen über reale Ereignisse, in dem Fall darüber, ob viele Golfclub-Mitglieder zum Golfen kommen oder nicht, treffen zu können. Die Eingangsüberlegung, die ich dann hier anstellen muss, ist eben, welche Informationen sind denn relevant, um mein Erkenntnisinteresse, mein Entscheidungsproblem zu beantworten. Der Golfclub-Manager hat jetzt die Hypothese, dass es primär vom Wetter abhängt, ob viele Mitglieder kommen oder nicht. Das heißt, ich wähle aus der Wirklichkeit bestimmte Aspekte aus, in dem Fall eben das Wetter und das Verhalten der Golfspieler und sammle jetzt Daten zu diesen Aspekten aus der Wirklichkeit. Also unser Golfclub-Manager beispielsweise würde es jetzt über meinetwegen 2 Wochen hinsetzen, würde aufschreiben, was die Wettervorhersage ist, welche Temperatur war, welche Luftfeuchtigkeit und ob es windig war oder nicht und sich dann eben auch notieren, ob jetzt viele Spieler da waren oder nicht. Und diese Daten würde dann eben als Datenset, als Input an den Algorithmus übergeben. Und aus diesen Daten würde ihm dann der Algorithmus beispielsweise diesen Entscheidungsbaum erstellen. Und aus dem Entscheidungsbaum kann der Golfclub-Manager jetzt eben ganz einfach ablesen, ob viele Spieler kommen oder nicht. Also er wüsste beispielsweise, wenn es sonnig gemeldet ist und wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist, dann kommen nicht viele Spieler. Gut. Und das wäre dann eben der Output. Inwiefern kann man diese Algorithmen zur Erstellung von Entscheidungsbäumen jetzt als Sprechakte beschreiben? Wie eingangs erwähnt, möchte ich eben versuchen, diese Algorithmen zur Erstellung von Entscheidungsbäumen auf eine Art und Weise zu beschreiben, die der Tatsache gerecht werden kann oder die darauf aufmerksam machen kann, dass diese eben Wirklichkeit verändern und beeinflussen können. Und zu diesem Zweck bietet sich die Beschreibung als Sprechakt ganz besonders an, da die Idee der Sprechakttheorie ja gerade ist, darauf aufmerksam zu machen, dass durch sprachliche Äußerungen auch Handlungen vollzogen werden können. Es gibt verschiedene Arten von Sprechakten, da wurden auch verschiedene Taxonomien entwickelt und eine der wohl berühmtesten und einflussreichsten ist die von Searle. Man stellt aber recht schnell fest, dass sich die Algorithmen zur Erstellung von Entscheidungsbäumen natürlich nicht ohne weiteres in diese Taxonomie einfügen lassen, sondern dass es sich da nochmal um eine spezifische Form von Sprechakt handelt, die ihrer eigenen Klassifikation bedarf. Und das wäre vielleicht so das Forschungsdesiderat, was ich formulieren würde, zu versuchen, hier so eine Art Klassifikation für solche Algorithmen zu erstellen. Heute werde ich mich aber nur auf ein paar Aspekte jetzt beschränken können. Man stellt recht schnell fest, dass es eine gewisse Ähnlichkeit gibt von diesen Algorithmen zur Erstellung von Entscheidungsbäumen zu denjenigen Sprechakten, die Searle als Deklaration beschreibt. Deklarationen zeichnen sich laut Searle dadurch aus, dass sie einerseits Sachverhalte aus der Wirklichkeit abbilden und beschreiben und andererseits dadurch, dass sie zu einer Veränderung von Zuständen realer Objekte führen. Und dies gilt eben, wie ich versuchen werde zu zeigen, eben auch für diese Algorithmen zur Erstellung von Entscheidungsbäumen, da eben einerseits für diese Algorithmen bestimmte Sachverhalte der Wirklichkeit repräsentiert und dargestellt werden. Und andererseits durch den Algorithmus, also durch das Ergebnis des Algorithmus, auch Objekte der Wirklichkeit verändert und beeinflusst werden. Ein Unterschied zu Deklarationen im Sinne von Searle ist, dass die Deklarationen, wie Searle sie beschreibt, etwas beschreiben, was dadurch, dass es beschrieben wird, zugleich auch Wirklichkeit wird. Also beispielsweise der Satz, sie sind gefeuert, beschreibt, dass jemand gefeuert ist und dadurch, dass dieser Satz gesprochen wird, dass das beschrieben wird, ist die Person im richtigen Kontext dann eben auch tatsächlich gefeuert. Bei Algorithmen zur Erstellung von Entscheidungsbäumen ist es zwar so, dass sie sich auch auf die Wirklichkeit auswirken können, dass aber diese Veränderung in der Regel nicht explizit im Code beschrieben wird. Aber eine Ähnlichkeit ist, dass auch bei diesen Algorithmen hier, wie ich noch zeigen werde, eben der Input und die Art und Weise, wie ich eben die Realität beschreibe, sich auch darauf auswirkt, was sozusagen der Output des Algorithmus ist.
Und was ich eben auch noch vorweg sagen möchte, ist, dass Algorithmen natürlich extrem komplexe Sprechakte sind, die sich eben im Fall von einer konkreten Implementierung auch wieder auf ganz vielen verschiedenen Mikrosprechakten in Form der verschiedenen Statements zusammensetzen. Das müsste man sich im Prinzip auch nochmal alles anschauen. Heute werde ich aber, wie schon gesagt, eben auf der Makroebene bleiben und mich auf Input und Output dieser Algorithmen konzentrieren. Ich werde jetzt versuchen zu zeigen, inwiefern diese Algorithmen zur Erstellung von Entscheidungsbäumen eben einerseits Wirklichkeit abbilden und andererseits Wirklichkeit verändern. Und ich werde auch versuchen zu zeigen, inwiefern man mit einer solchen Beschreibung sehr gut aufzeigen kann, inwiefern es problematisch ist, in vielen Fällen hier von neutralen oder objektiven Gebilden zu sprechen. Zunächst zur Abbildung von Wirklichkeit. Ich denke, am Beispiel vom Golfclub-Manager ist schon recht deutlich geworden, dass eben hier Elemente der realen Welt, wie etwa die Wettervorhersage, der Wind oder auch die Luftfeuchtigkeit, in Repräsentationen im Datenset abgebildet werden und dann wiederum als Input an den Algorithmus übergeben werden. Also hier geht es eindeutig darum, eben sozusagen Wirklichkeit erstmal abzubilden. Allein aus dieser Feststellung kann man schon einige Kritik ableiten an der Annahme, dass diese Algorithmen immer vollständig neutral seien. Zunächst einmal ist es so, dass, wie das für uns Geisteswissenschaftlern ja eigentlich schon Topos ist, keine Repräsentation eine 1:1 Entsprechung der Realität darstellt oder gar mit der Realität identisch ist, sondern es handelt sich bei Repräsentationen eben immer nur um Abbilder, die notwendigerweise vereinfachend und unvollständig sind. Außerdem ist es so, dass ich eben, wenn ich mit so einem Algorithmus zur Erstellung von Entscheidungsbäumen arbeiten möchte, diese Abbildungen der Realität als Input an meinen Algorithmus übergeben muss. Und zu diesem Zweck muss ich sie eben in eine bestimmte Form überführen und ich muss bestimmte Vereinfachungen vornehmen und entscheiden, welche Aspekte der Wirklichkeit mir überhaupt für meine Fragestellung relevant erscheinen und welche ich sozusagen an den Algorithmus weitergebe. Beim Beispiel von einem Golfclub-Manager wären das zum Beispiel nur Informationen über das Wetter und keine Informationen über irgendwelche persönlichen, individuellen Hintergründe der Golfspieler zum Beispiel. Das heißt, ich treffe einerseits eine Auswahl von Attributen, die ich an den Algorithmus weitergebe. Andererseits muss ich auch bei den Attributwerten natürlich sozusagen eine Auswahl vornehmen. Beispielsweise beim Wetter gibt es logischerweise nicht nur Sonne, Schnee, Regen und Nebel, sondern es gibt im Prinzip unendlich viele Nuancen von Wetter. Und ich muss eben entscheiden, was davon werde ich jetzt beobachten und wie werde ich eben diese Wirklichkeit, diese recht komplexe Wirklichkeit beschreiben. Das heißt, die Auswahl meiner Attribute und meiner Attributwerte ist notwendigerweise reduktionistisch. Wenn ich der Komplexität der Wirklichkeit hier gerecht werden wollen würde, dann bräuchte ich im Prinzip ein unendliches Datenset mit unendlich vielen Attributwerten und daraus könnte mir mein Algorithmus höchstwahrscheinlich keinen aussagekräftigen Entscheidungsbaum ableiten. Welche Auswahl ich hier treffe, ist natürlich einerseits, wie gesagt, durch meine Fragestellung beeinflusst. Andererseits spielen aber auch Annahmen und Überzeugungen und das Weltbild desjenigen eine Rolle, der dieses Datenset erstellt. Also welche Attribute und welche Werte demjenigen, der das erstellt, eben wesentlich oder unwesentlich erscheinen, ist natürlich ganz entscheidend geprägt durch sein persönliches Konzept der Wirklichkeit und durch seine Annahmen und Überzeugungen. Und auf diese Weise gehen die Vorurteile und Vorannahmen des Programmierers oder beziehungsweise desjenigen, der das Datenset erstellt, hier auch in den Algorithmus ein und werden im Algorithmus reproduziert. Inwiefern wirkt sich der Algorithmus jetzt auch auf die Wirklichkeit aus? Wenn ich mir jetzt natürlich nur den Algorithmus oder seine Implementierung anschaue, dann habe ich erstmal keine Beeinflussung der Wirklichkeit. Das gilt aber auch für Sprechakte. Auch da ist es so, dass bestimmte Bedingungen erfüllt sein müssen, damit sie diese wirklichkeitsverändernde Wirkung entfalten. Also wenn ich jetzt beispielsweise zu einer Person sage, sie sind gefeuert, aber ich bin überhaupt nicht der Chef, dann hat das auch keine Auswirkung auf die Wirklichkeit. Das heißt, man muss sich bei allen Formen von Sprechakten immer den Kontext der sozialen Praktiken anschauen, in die diese Sprechakte eingebunden sind. Und bei diesen Entscheidungsbäumen, die von diesen Algorithmen erstellt werden, ist es eben so, dass die in der Regel nicht zur reinen Betrachtung gedacht sind, sondern dass die als Grundlage dienen, um tatsächliche Entscheidungen im realen Leben zu treffen. Also um nochmal auf das Golfclub-Manager-Beispiel zurückzukommen, da ist jetzt eben so, dass der Golfclub-Manager anhand des Output des Algorithmus entscheiden wird, ob er viele Servicekräfte bestellt oder eben auch nicht. Also das heißt, wenn beispielsweise sonniges Wetter gemeldet ist und eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, dann wird er nur wenige Servicekräfte bestellen.
Das heißt, der Output des Algorithmus führt hier eben ganz konkret zu Veränderungen von Objekten in der Realität. Dabei finde ich noch wichtig zu erwähnen, dass es in einigen Fällen auch nicht so einfach ist, die Vorhersagen des Entscheidungsbaums mit der Wirklichkeit abzugleichen. Also bei einem Golfclub-Beispiel ist es ja noch recht einfach. Wenn der Entscheidungsbaum sagt, dass an einem Tag viele Spieler kommen, aber es kommen nur wenige, dann ist einfach zu verifizieren, ob der Entscheidungsbaum jetzt recht hat oder nicht. Und wenn der häufig eben falsche Vorhersagen trifft, dann werde ich vermutlich diesen Entscheidungsbaum generell in Frage stellen. Es gibt aber auch viele Beispiele, wo das eben nicht so einfach zu evaluieren ist, ob diese Vorhersage oder genau genommen die Klassifikation, die der Entscheidungsbaum vorgenommen hat, korrekt ist oder nicht. Also wenn ich beispielsweise einen Entscheidungsbaum habe, um zu verifizieren, ob ein Lehrer ein guter Lehrer ist oder ein schlechter Lehrer, dann ist es sehr schwer, eindeutig festzustellen, ob der Algorithmus da jetzt den richtigen Entscheidungsbaum erstellt hat oder nicht, weil es eben einfach keine objektiven Kriterien dafür gibt, ob jemand ein guter Lehrer oder ein schlechter Lehrer ist. Und dann habe ich eben immer die Gefahr eines Feedback-Loops. Und vielleicht noch ganz kurz, dieses Beispiel mit dem Algorithmus zur Evaluierung von Lehrern, das ist kein frei erfundenes Beispiel. Wen das interessiert, dem kann ich sehr empfehlen, mal nach dem Tool Impact zu googeln. Das ist ein Tool, das erstellt wurde, um in Washington Lehrer zu evaluieren an Schulen. Und da war es eben tatsächlich, also das war nicht natürlich ein weitaus komplexerer Algorithmus als ein Algorithmus zur Erstellung von Entscheidungsbäumen, aber da war es tatsächlich so, dass aufgrund der Ergebnisse dieses Algorithmus Lehrer eben entlassen wurden oder auch nicht. Und da ist es natürlich extrem schwer zu sagen, das war die richtige Entscheidung des Algorithmus oder es war die falsche Entscheidung. Dann komme ich zu meinem Fazit. Also meine Idee ist sozusagen, dass eben diese Beschreibung von Algorithmen als Sprechakte dazu beitragen könnte, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, dass Algorithmen Realität verändern können und dass es sich eben nicht in allen Fällen um neutrale, objektive Gebilde handelt, sondern dass die letztlich immer von Menschen erstellt sind und dass die Funktionsweise des Algorithmus und die konkrete Implementierung des Algorithmus sich eben auch auf auf die Erkenntnis, die ich mit diesem Algorithmus gewinne oder auch auf das Ergebnis des Algorithmus auswirken. Ich habe jetzt das heute natürlich nur am Beispiel von Algorithmen zur Erstellung von Entscheidungsbäumen aufgezeigt. Da handelt es sich natürlich um einen sehr einfachen Algorithmus. Ich denke, es wäre auch interessant, das auch für komplexere Algorithmen noch zu untersuchen. Und wir sind heute eben auf der Makroebene geblieben. Interessant wäre es jetzt eben auch noch, sich konkrete Implementierungen anzuschauen und da wirklich auch auf die Mikroebene einzugehen und im Detail anzuschauen, wie diese Algorithmen arbeiten. Und dann könnte man eben auf Basis dessen auch versuchen, hier noch eine detailliertere Klassifikation auszuarbeiten. Und ich denke, dass diese Beschreibung als Sprechakte eben auch noch weitere Fragen aufwirft, die für uns Geisteswissenschaftler sehr interessant sind. Beispielsweise auch, wer denn überhaupt bei so einem Algorithmus als Sprecher betrachtet werden muss. Genau, und ich hoffe, dass ich vielleicht mit meinem Vortrag den einen oder anderen dazu motivieren konnte, sich eben mit der Analyse von Algorithmen oder auch von Programmcode auseinanderzusetzen, weil ich denke, dass gerade wir als Geisteswissenschaftler hier viele interessante, auch kritische Erkenntnisse gewinnen können und freue mich auf Ihren Input. Vielen Dank. Ja, besten Dank. Gleich die Hände hochgegangen. Ja, danke für den sehr klaren und auch guten, klar strukturierten Vortrag. Finde ich auch eine sehr interessante, schöne These. Nur, ich bin selbst noch nicht mit dem Denken richtig fertig, aber ich habe da so ein paar Einwände, die zumindest zu berücksichtigen wären, glaube ich. Also Sprechakt und der Algorithmus und die beiden zusammenzubringen und so. Also wie gesagt, das ist eine sehr schöne Intuition. Aber wenn ich jetzt an Sprechakt denke und wenn wir das Beispiel zum Beispiel von Feuern nehmen, dann heißt das, mit der Aussage schaffe ich Wirklichkeit. Das heißt, ich beeinflusse unmittelbar Wirklichkeit mit dem Sprechen, qua Sprechen. Ich spreche es aus und es ist wirklich. Da schaltet sich kein Vermittler mehr dazwischen. Und beim Algorithmus würde ich das, glaube ich, aber noch sehen, dass nämlich der Algorithmus ein Empfehlungssystem ist und jetzt hier zu einer Entscheidung kommt und der Chef vom Golfclub sich das anguckt und sagt, ah, ja, aber heute kommen wahrscheinlich nicht so viele, also holen wir nicht so viele. Das ist eine vermittelte Auswirkung
auf die Wirklichkeit. Also nicht der Algorithmus qua Ergebnis schafft Wirklichkeit, sondern der Golfmanager. Das bleibt also weiterhin eine Zwischenstufe. Und ich meine in der Kürze der Zeit, dass das, glaube ich, ein doch signifikanter Unterschied ist, wo man vielleicht ein Problem damit haben kann, das als Sprechakt selber zu bezeichnen, weil eben der Algorithmus nicht die Autorität besitzt, Wirklichkeit zu schaffen, sondern nur vermittelt über andere. Also vielen Dank, das ist eine sehr gute Anmerkung. Also absolut, es ist so, dass es beim Algorithmus eben nicht der Algorithmus ist, der Wirklichkeit schafft, sondern es gibt sozusagen eine Vermittlung. Allerdings würde ich sagen, dass der Unterschied, glaube ich, zu den anderen Sprechakten letztlich gar nicht so riesig ist, weil natürlich bei den Sprechakten auch bestimmte äußere Gegebenheiten erfüllt sein müssen, damit die dieses wirklichkeitsgenerierende Potenzial entfalten können. Also es muss diese soziale Praktik des Heiratens meinetwegen geben, damit qua dieses Sprechakts dann geheiratet werden kann. Und bei Algorithmen ist es halt eben eine Stufe mehr sozusagen, also eine Vermittlung mehr, aber da, also ich würde sagen, es ist eben auch so, es muss in soziale Praktiken eingebettet sein. Wenn ich jetzt, also dieses Beispiel hier, das ich gebracht habe, hat jetzt keine wirklichkeitsvermittelnde Wirkung, erzeugende Wirkung, weil es eben nur ein Beispiel ist sozusagen. Genau, aber ich glaube schon, dass es eben, also das habe ich auch gesagt, ich glaube, man müsste eine eigene Form der Beschreibung finden. Ich glaube aber, dass es eben interessant sein könnte, das im Licht dieser Frage des Sprechakts mal anzuschauen. Aber es ist natürlich keiner, nicht eins zu eins, einer der schon existenten Sprechakte. Ja, vielen Dank auch von mir für den wirklich spannenden Vortrag. Und ich bin selbst kein Experte der Sprechakttheorie, weiß ein paar Dinge. Aber ich fand es sehr, sehr eingängig und auch sehr spannend. Und würde vielleicht so als auch Reaktion von zu dem, was mein Vorredner gesagt hat, sagen, dass wenn der Computer jetzt einen Algorithmus auswirft und dann eine Handlungsempfehlung sozusagen gibt, dann ist das ja auch schon eine Art von Wirklichkeit, weil so wie ich die Sprechakttheorie verstehe, ist das durch Aussagen eine Handlung, also dass durch eine Aussage eine Handlung vollzogen wird, und das ist dann halt realitätskonstitutiv. Und in dem Fall wäre dann halt die Empfehlung auch schon die Handlung, aber der Manager im Golfclub kann damit noch was anderes machen. Das ist sozusagen nur der Unterschied. Ja. Das eigentliche, was ich aber noch sagen wollte, ist, dass ich vermute, dass das auch ein sehr schönes Feld ist, ein sehr schöner Kontext ist, um zu sagen, dass so Sprechakttheorie und Informatik gut in Dialog treten können, weil es gleichzeitig, da haben sie den Fokus drauf gelegt, aber gleichzeitig auch eine Möglichkeit ist, danach zu fragen, inwiefern nicht auch Algorithmen Sprechakte formalisieren, also sozusagen genau die andere Richtung. Mhm. Und da könnte man nämlich dann fragen, wie gibt es da diese Doppelbezüglichkeit? Das ist ein lohnenswertes Feld, würde ich meinen. Ja, also auf jeden Fall. Also danke. Auch zwei sehr gute Anmerkungen, würde ich auch auf jeden Fall beidem zustimmen. Und ich fände es auch sehr spannend, das sozusagen auch so in Wechselwirkung sich mal anzuschauen. Und da fände ich es auch sehr spannend, wenn man einmal beispielsweise auf die Ebene der objektorientierten Programmiersprachen runtergeht, weil man da natürlich auch sehr viele Imitationen eigentlich von Sprechakten hat, auch in der Beschreibung. Da gibt es dann den Befehl oder sowas. Und das sind natürlich alles Begriffe, um diese Programmiersprachen zu beschreiben, die auch schon aus dem Bereich der Sprechakttheorie eigentlich herkommen. Ja, ich wollte erstmal meinem Vorredner ein bisschen widersprechen, weil wenn Sie heute zum Beispiel in die USA fliegen wollen, aus Europa entscheiden Algorithmus, ob Sie ins Visa-Waiver-Programm dürfen oder nicht. Das hat riesen Auswirkungen auf Ihre finanziellen Ressourcen, Reiseplanung, sonst was. Wenn Sie in der EU-Außengrenze stehen, als Nicht-Europäerin entscheidet ein Algorithmus, in welchen Channels Sie kommen. Das heißt, da ist eine ganz neue Form von Verdächtiger oder Verdächtigem entstanden, die gab es vorher gar nicht. Das ist ein algorithmisch Verdächtigter, diese Realität ist entstanden durch Algorithmen. Also diese Sprechakte gibt es. Aber das zeigt gleichwohl, dass, Sie haben gesagt, der Kontext wird ganz wichtig. Und ich glaube, der Kontext wird durch die Sprechakttheorie, was ich einen reizvollen Ansatz finde, fast wichtiger als wie genau der Algorithmus funktioniert. Weil es geht eben darum, was wird durch den Einsatz dieses Algorithmus hergestellt? Und das kann man nur noch bedingt darüber aufklären,
was die Programmierung irgendwie für Vornamen hat oder sowas, das ist, glaube ich, ein zu deterministisches Modell. Die gehen nicht so eins zu eins da in den Algorithmus rein, wie man das immer gerne hätte. Sonst müsste man nur schön ideologiefreie Programmiererinnen finden, gibt es nicht. Aber, also, ne, sondern ich glaube, die Frage ist tatsächlich, den Anwendungskontext anzugucken. Aber dann wäre die Frage, wo kommt das her, was Searle Deontic Power nennt? Also wirklich die Ausstattung mit der Macht, diesen Sprechakt auch ausüben zu dürfen mit den Konsequenzen, die er hat. Und da wäre meine Frage, haben Sie da irgendwie eine Idee zu? Ich glaube, da gibt es auch keine einfache Antwort dazu, ehrlich gesagt. Also das finde ich auch eine extrem spannende Frage. Und ich glaube, das spielt natürlich extrem viel zusammen. Also ich finde, wenn man das versucht zu rekonstruieren, ich hatte das so ein bisschen versucht, mir anzuschauen am Beispiel von diesem Impact-Tool. Und mir hat sich nicht erschlossen, warum jemand dachte, es sei eine gute Idee zu entscheiden, ob man Lehrer entlässt oder nicht, anhand von einem Algorithmus irgendwie. Also ich finde, das ist extrem schwierig. Ich glaube, da spielt extrem viel zusammen. Natürlich insgesamt Diskurse dazu, was Algorithmen sind, wie sie funktionieren. Ich denke auch dazu, dass es eben neutrale Gebilde sind. Dazu gibt es ja viele Diskurse. Ich glaube, dass die da auf jeden Fall eine Rolle spielen, dass man diesen Algorithmen so eine Handlungsmacht einräumt. Dann denke ich, müssen wir aber im Prinzip auch nochmal ganz konkret die institutionellen Verfahren anschauen, in die die jeweiligen Algorithmen da eingebettet sind. Also ich glaube, es ist eine komplexe Analyse auf jeden Fall. Hallo, ich habe eine Frage, oder ich wollte fragen, ob wir einen Verstanden sehen, dass alles, was Sie gesagt haben, nicht mit Rechnen zu tun haben, sondern nur mit Regeln. Wo die Regeln gibt, gibt es auch die Algorithmen. Wann ein Gremium die Aufgabe hatte, einen Professor zu entlassen, müssen sie entscheiden, wer sollen wir entlassen. Dann haben sie Regeln, dann werden sie diese Regeln folgen. Und irgendwo in diesen Regeln steht, man soll entlassen, wer weniger Publikationen veröffentlicht hatte. Dann haben wir die gleichen Probleme. Diese Regeln haben eine Auswirkung auf der Realität, aber gar nichts, das hat gar nichts mit Computern zu tun. Und ich sehe oft, dass man redet über Algorithmen und so weiter, redet man aber nicht so viel über Gesetze, die genau das Gleiche sind. Die werden aber von Menschen implementiert und nicht von Transistoren. Ja. Ja, das ist auch eine sehr spannende Anmerkung. Also letztlich ist es ja auch so, dass auch bei diesen, also auch bei dem Beispiel, das ich genannt habe, im Grunde genommen sozusagen das menschliche Moment ja auch immer eine wichtige Rolle spielt. Also weil eben der Mensch entscheidet, welche Daten fütter ich da rein, der Mensch entscheidet, was ist die Regel. Also die Algorithmen entstehen ja nicht einfach so, sondern die sind natürlich entwickelt von Menschen, die eben da bestimmte Regeln reinbringen sozusagen. Also von daher würde ich Ihnen auf jeden Fall recht geben, dass das auch eine Form von Regeln oder von Gesetzen oder was auch immer ist, die letztlich auf eine ganz ähnliche Weise menschengemacht sind. Ich denke aber, was problematisch ist bei Algorithmen, ist, dass es sehr undurchsichtig ist sozusagen und dass eben oft behauptet wird, es sei jetzt objektiv oder so, was aber eben genau nicht der Fall ist. Also dieser Moment, dass da sozusagen Vorannahmen reinfließen, dass da Regeln reingeschrieben werden, das wird halt oft zu wenig in den Blick gerückt. Und das war jetzt sozusagen das, was ich da versuche, so ein bisschen aufzuzeigen. Also gerade, dass es eben gar nicht so weit weg ist von menschlichen Regeln, wie man eben oft meint. Ja, besten Dank noch einmal an Frau Pfeiffer für den Vortrag und an alle, die hier vorgetragen haben, auch an die lebhafte Diskussion. Vielen Dank. Wir haben drei Aspekte, kulturelle Kritik, wir haben historische Kritik und jetzt Algorithmenkritik gehört und können, glaube ich, sozusagen mit sehr viel Diskussionsstoff in die Mittagspause gehen. Vielen Dank nochmal. Ja.